Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär, und wir werden uns heute einen Jäger-Hähnchen-Gratin machen. Das Ganze im Dutch-Oven. Wenn ihr sehen möchtet, wie das geht, was ihr braucht, dann bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. An Zutaten, da brauchen wir heute eine ganz schöne Menge. Da haben wir hier hinten einmal Champignons, das ist eine Mischung aus braunen und weißen. Dann haben wir hier Hähnchengeschnetzeltes, hier vorne haben wir ein bisschen Streukäse, Speckwürfel, Tomaten, hier haben wir ein paar Zwiebeln. Das hier ist Creme Fraiche, hier haben wir Petersilie, dann brauchen wir Eigelb, Kerbel, Salz und Pfeffer und das sind ein paar Chiliflocken. Die genauen Mengen und das ausführliche Rezept findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Einiges zu schnippeln haben wir heute auch. Da fangen wir hier hinten mit unseren Champignons an. Die werden wir nehmen und in Scheiben schneiden. Dann kommen wir zu unseren Tomaten. Die brauchen wir uns einfach nur vierteln. Dann haben wir noch die Zwiebeln. Da werden wir uns ganz einfach nur so ein paar Halbringe runterschneiden. Dann haben wir noch unser Eigelb hier. Das werden wir jetzt hier mit unserer Creme Fraiche schön verrühren. Ich werde jetzt die Kohlen durchglühen und dann sehen wir uns am Dutch Oven Tisch wieder. Dann wärmen wir am Dutch-Oventisch. Unsere Kohlen sind durchgeglüht. Die können wir dann erstmal hier auf dem Tisch verteilen. Dann nehmen wir hier unseren Pfannenknecht, stellen den da rein. Auf den Pfannenknecht können wir dann hier unsere DOSCO4 Form von Barbecue Toro stellen. Die lassen wir erstmal heiß werden. Unsere Form sollte jetzt heiß genug sein, denn sie qualmt. Da geben wir jetzt ein bisschen Butterschmalz rein. Alternativ dazu könnt ihr Butter nehmen, ihr könnt auch nur Öl nehmen. Das macht ihr, wie ihr möchtet. So, und ihr seht, der Holzstab, der blubbert schon. Das ist ein gutes Zeichen. Jetzt werden wir uns erstmal unser Hähnchenfleisch nehmen und das portionsweise anbraten. Hat das Fleisch dann die gewünschte Farbe, die man haben will, nehmen wir uns das Ganze wieder raus. Dann werde ich den Rest anbraten. Nachdem wir jetzt das Fleisch fertig angebraten haben und rausgenommen haben, nehmen wir hier unseren Speck. Auch den lassen wir erstmal schön aus. Nachdem der Speck dann jetzt hier richtig schön fett gelassen hat, können wir dann auch schon unsere Zwiebeln dazugeben. Und auch diese braten wir erstmal mit an. Jetzt, wo unsere Zwiebeln dann schön glasig sind, können wir die Champignons dazu tun. Dann mache ich einen Deckel drauf und dann warten wir, bis die schön eingefallen sind. Aber wie man jetzt sehen kann, der Topf, der ist rappelvoll, die Hälfte fliegt raus. Aber wenn wir gleich gucken, einen Deckel drauf haben und dann gute 10 Minuten später, denke ich mal, ist nur noch die Hälfte da. So, und das werden wir jetzt erstmal machen. Deckel drauf und warten. 10 Minuten sind jetzt rum, wir schauen mal rein. Und wie man deutlich erkennen kann, unsere Pilze sind schön eingefallen. So sollte das auch sein. Jetzt können wir unsere Gewürze dazugeben. Einmal so ein bisschen Salz und Pfeffer. Dann die Chiliflocken. Da macht ihr natürlich individuell so viel, wie ihr an Schärfe mögt. Dann kommt der Kerbel noch dazu.
Und verrühren wir das schön. Dann kommen noch die Tomaten dazu. Auch die heben wir einmal kurz unter. Dann können wir wieder unser Fleisch dazugeben. Und auch das heben wir noch einmal unter. Da kommt dann jetzt unsere Creme Fraiche Eimasse drüber. Das kratzen wir gleich raus. Das werden wir uns einfach nur so ein bisschen hier drauf verteilen. So, dann sollte das auch schon genügen. Dann final packen wir uns den Käse drüber. Dann kommt wieder der Deckel drauf. Jetzt werde ich mir von unten ein paar Kohlen wegnehmen, oben drauflegen. Dann warten wir, bis unser Käse eine richtig schöne Farbe hat und dann sind wir auch schon fertig. Da werden dann die Kohlen oben drauf. Oben habe ich jetzt erstmal so 15 Stück von den Resten draufgepackt. Unten haben wir jetzt noch so circa 8 Stück. Oben braucht er natürlich auch mehr Hitze als unten. Da müsst ihr aber gucken, da müsst ihr ein bisschen spielen, wie viel ihr da ungefähr braucht. Aber ich denke mal, so wie das jetzt hier ist, wird das in Ordnung sein. Gleich schauen wir aber nochmal rein, wenn es fertig ist, wie der Käse aussieht und dann wird probiert. Weitere 10 Minuten später, wir gucken ein letztes Mal rein. Und ich würde sagen, wow, das sieht gut aus. So können wir es lassen. Denn ich möchte den Käse so haben, dass er sich vielleicht noch ein bisschen zieht. Wer es krosser haben möchte, lässt es noch ein bisschen länger drauf. Aber ich mache jetzt die Kohlen vom Deckel runter und wir sehen uns oben am Tisch zum Probieren. Dann haben wir es geschafft. Unser Jäger-Hähnchen-Gratin ist fertig. Hier steht's. Dann habe ich natürlich noch die Petersilie gehackt und ein bisschen was drüber gegeben. Man kann aber alles erkennen. Wir haben hier unseren Käse, der sich schön zieht. Fleisch, Pilze sieht man, die Tomaten. Aber es hilft nichts. Wir müssen probieren. Dann guten Appetit. Erstmal pusten. Boah. Also ohne dass ich jetzt schon viel gegessen habe, kann ich jetzt schon sagen, absolut göttlich. Diese Kombo Speck, Zwiebeln, Pilze geht ja immer, aber dann noch in Verbindung mit dem Fleisch, dann unsere Creme Fraiche Mischung, die wir mit dem Eigelb vermixt haben, die wir dann so drüber geben, die gibt dem Ganzen nochmal richtig Kick. Dann auch unsere Gewürze, die wir ausgewählt haben, einfach nur Salz, Pfeffer, ein paar Chiliflocken und den Kerbel. Das reicht auch vollkommen aus. Mehr braucht das Ganze nicht. Hinterher überbacken mit dem Käse, das ist dann nochmal so das i-Tüpfelchen, aber einfach nur hammergeil. Dazu könnt ihr jetzt Spätzle essen, aber so wie wir, nehmen wir jetzt eine Scheibe Brot, essen das Ganze so, weil, das ist geschmacklich einfach nur mega. Probiert das aus und lasst mich wie immer wissen, wie hat es euch geschmeckt. Wow. Dann haben wir es auch schon wieder geschafft. Wir sind am Ende vom Video angekommen. Wie ich ja eben schon gesagt habe, geschmacklich ist das Ganze eine richtig runde Nummer. Auch die Tomaten, die hatte ich eben nicht auf der Gabel beim Probieren, die kommen da drinnen nochmal richtig, richtig gut. Also ich kann euch wirklich nur raten, macht das nach. Schreibt mir wie immer unten rein, hat es geschmeckt oder nicht. Dazu, was ihr machen könnt, das könnt ihr euch dann selber aussuchen. Ob es jetzt Kartoffeln, Spätzle, Brot sind, da könnt ihr euch dann selber Gedanken machen, was für euch am besten passt. So, und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ist dem so, gebt mir dafür gerne einen Daumen hoch, dann natürlich auch einen freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal, könnt das jetzt gerne hier oben nachholen. Da ploppt mein Logo auf. Dann bitte die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und dann sage ich wie immer, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Video. Macht's gut, euer Michael. Ciao.